Scheiße. Ich wurde begraben. Fuck. Na, toll. Ja, ich hatte meine ganzen Sachen dabei. Ja, dann gehe ich da gleich auf jeden Fall wieder hin. So. Jetzt sind wir wenigstens wieder an unserem Haus. So, dann nehme ich mir jetzt gleich nochmal ein paar Sachen mit. Schwert und so. Vielleicht habe ich hier auch noch ein paar Fäden. Ein. Super. Okay, also das nehme ich mit. Hier ist nichts drin. Ach Gott, ich habe ja gar nichts hier. Was nehme ich denn noch mit? Ja, das war's eigentlich. Ich brauche eigentlich nicht mehr. So, ich muss mich jetzt natürlich erstmal ein bisschen beeilen. So. Mache ich mir erstmal zwei Schwerter. Für die Gegner. So, und noch zwei Spitzhacken. Für die Minendinger und sowas. Und ich mache mir noch eine Werkbank. Ach, hätte ich eigentlich auch ein Inventar machen können. Egal. Falls da jetzt wirklich so eine etwas größere Höhle ist, das kann ja gut sein, wenn man eben so ein paar Gegner sieht. Dann wäre das schon schön, wenn ich da ein bisschen was finden würde. Und dann muss ich auch ein bisschen was mitnehmen. Okay, war ich da eigentlich schon? Weiß ich nicht. Muss ich auch mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich da schon drin war. Sieht eigentlich eher nicht so aus. Okay, gut, ich weiß, dass mein Haus, glaube ich, in der Richtung war. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Da war ich, glaube ich, auch noch nicht drin. Oh Gott, hier ist eigentlich noch so viel, aber ich habe das nie gemacht. Ich bin immer nur auf Holzsuche gegangen und sowas. Okay, mein Haus müsste eigentlich in der Richtung gelegen haben. Ich muss nur noch den Dungeon finden und dann... Oder, ja, jetzt sag ich schon wieder Dungeon zu der Höhle. Allgemein zur Höhle muss ich finden. Und dann kann ich da vielleicht meine Sachen wiederholen und eben auch Kohle und was da bestimmt noch alles war. War bestimmt noch mehr. Toll, wenn ich das mal wiederfinde. Ich weiß ja noch nicht mal, wo mein Haus ist. Mein Höhlenhaus. Zumindest nicht genau. Okay. Jetzt kommt mir auf jeden Fall hier alles ein bisschen bekannt vor. Und es laggt wieder so. Das liegt nur an der Aufnahme. Warte mal. Waren das jetzt? Oh Gott. Aber hier, die mache ich mal eben kaputt für ein bisschen Fleisch. Damit wir uns im Notfall noch ein bisschen heilen können. Also wirklich nur ein bisschen. Na, oh, ihr gebt mir ja viel, ey. Danke. Na, ja, das bringt mir nichts. Oh, ich muss wieder zurück in der Schneewelt. Wo waren das? Oh, da hinten, die Insel sieht geil aus. Und es wird Nacht. Ja, super klasse. Ja, ätzend immer diese Nacht. Mir wurde auch gesagt, ich soll die Nacht rausschneiden. Würde ich im Prinzip auch machen, aber wenn ich jetzt keine... Ja, keinen Unterschlupf habe, dann bringt mir das auch nichts. Oh, wo war ich denn, verdammt? Und es laggt so dermaßen. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Ja, gut. Passt schon alles. Achso, ja, ich könnte mal ganz kurz schnell speichern. Unten links seht ihr es ja. Aber ich komme so richtig schlecht voran in Minecraft. Bei mir auf dem Spielstand, auf meinem privaten, das ist ganz in Ordnung. Aber hier... Nee. Ja, komm. Safe schon. Wollte ich eigentlich sagen. Hier ist nichts, da ist ein bisschen Kohle, geht mir zum Arsch vorbei. Ich will eigentlich die Höhle von gerade finden. Und ich meine, ich bin mir gar nicht mehr genau sicher, ich meine, das wäre auch irgendwo im Schneegebiet gewesen. Das finde ich nicht mehr wieder. Ich werde jetzt gleich hier übelst abkratzen. Weil es dann überall wieder Gegner spawnen und...
und ganz vieles mehr. Ich glaube, ich laufe gerade extrem falsch. Weil es scheint so zu sein, dass es halt immer laggt, wenn er neue Gebiete aufdeckt. Und oftmals ist es so. Okay, hier ist eine große Höhle. Okay, die gucke ich mir an. Die würde ich mir sehr gerne angucken. Nur jetzt komme ich hier nicht so geil rein. So, erstmal angucken. Alles. Ah, geil, da haben wir Eisen. Erstmal angucken, damit man weiß, was das hier überhaupt für Dimensionen sind. Ah, schon wieder Eisen. Nice. Außerdem ist es eben besser, erstmal jetzt, wie gesagt, die Kunde anzugucken, erstmal alles hier auszuleuchten, um zu sehen, ob hier Monster sind. Naja, hier sind Monster. Kann auch sein, dass sie jetzt oben an der Oberfläche sind und hier schon mehr, schon wieder Eisen. Das klappt auf jeden Fall ganz gut. Eisen hier. Ja, hier sind irgendwo Viecher. Ein bisschen Schiss, dass sie schon wieder abkratzen. Und genau deswegen gucke ich hier erstmal, dass ich überall Lichter hinklatsch. Weil da, wo Lichter sind, da gehen die Monster schon automatisch eher ungern hin. Ich dachte gerade, da wäre ein offenes Loch, ey. Das wäre schlecht. Okay, die Monster sind entweder oben an der Oberfläche und ich ebenfalls ganz knapp an der Oberfläche. Oder die spawnen hier irgendwo. Oder, ja. Die sind hier irgendwo. Okay, es ist ganz eindeutig eine größere Höhle. Hier gibt es ganz schön viel. Ganz viel Eisen besonders. Kohle ist mir im Prinzip egal. Kohle haben wir noch genug. Mit einem Kohlestück können wir 8 Dinger aufheizen im Ofen. Das reicht eigentlich. Wenn man da so ein paar Stacks von hat, dann klappt das. Alter, was ist das für eine große Höhle? Also in diesem Let's Play haben wir das auf jeden Fall noch nicht gesehen, so eine große Höhle. Bei mir privat natürlich schon. Auch noch größere. Okay. Das sind Pilze. Pilze sind tendenziell nie schlecht. Man kann auch Pilzsuppe machen. Dazu braucht man diese beiden Pilzarten. Und ich glaube noch eine Schüssel. So eine Holzschüssel. Bin ich mir aber überhaupt nicht sicher. Ich habe auch noch nie eine gemacht. Diese Pilzsuppe wäre an sich ziemlich geil. Weil die halt 5 Herzen. Okay, diese Höhle ist extrem geil. Ich mache jetzt ebenfalls aus dem Grund erstmal hell, damit ich sehen kann. Oder, ja, damit ich... Ja, wie soll ich das erklären? Damit ich, wenn ich jetzt hier sehen würde, scheiße, da kommen Monster, und ich hätte hier schon die ganzen Eisenstücke mitgenommen, da würde es ja so sein, dass wenn jetzt ein Monster kommt und ich sterbe, dass ich die ganzen Eisenteile wieder verliere und eventuell nie wiederfinde. Wenn ich das jetzt so mache, dass ich den noch gar nicht abernte, da ist ein Monster, das ist ein Zombie. Vielleicht ist da sogar ein Mob-Spawner. Der leuchtet ein bisschen, das wird man sehen. Okay, fürs Let's Play ist diese Höhle echt genial. So, ein bisschen Kohle ernte ich schon mal ab. Einfach aus dem Grund, damit wir uns im Notfall noch ein paar Fackeln machen können. Weil so viel haben wir nicht mehr. Oh, verdammt. Das war knapp. Ich hab's gehört, ich hab's sogar gesehen. Da ist auch noch einer. Aber ich hab's wahrscheinlich nicht so richtig wahrgenommen. Penner, ey. Oh. Ich hol mir nochmal ein bisschen Kohle. Damit ich das hier alles noch ein bisschen besser ausleuchten kann.
Aber diese Höhle ist extrem geil. Wir haben ganz schön viel Eisen hier. Das ist... Ja, man glaubt es gar nicht, aber Eisen, finde ich, ist sogar eines der seltensten Materialien hier. Also ich habe... Ja, in einem Dungeon finde ich ganz viel Redstone. Damit kann man Kabel legen zum Beispiel, um... Ja... Ja, quasi so elektrische Leitungen zu machen, das geht auch. So dass man Hebel macht und 10 Meter weiter öffnet sich eine Tür oder leuchtet dann Fackel oder sowas. Ja, aber Kohle findet man hier sehr viel, seht ihr ja schon. Das lasse ich da jetzt nochmal da. Restlichen Kohlestückchen. Ich heile mich mal ganz kurz ein bisschen. Ist jetzt nicht viel. Ich hätte eigentlich eher aufheizen müssen, aber. Naja. Ich habe jetzt nicht die nötigen Mittel dazu. Ich habe keinen Ofen und so. So, ich brauche jetzt ein bisschen Stein. Damit ich wieder nach oben komme. Ach du Scheiße. Okay. Da oben ist wieder einer. Scheiße, da ist sogar ein Bogenschütze. Scheiße, jetzt sterbe ich. Da, seht das, ich bin gestorben. Fuck! Scheiße, wo waren das jetzt? Ich weiß nicht, wo die Höhle war. Das ist das Problem. Und es ist Nacht. Ah, verdammt, also okay. Meine ganzen Sachen habe ich auf jeden Fall schon mal wieder verloren. Das ist irgendwie scheiße. Deswegen habe ich noch nicht das ganze Eisen abgebaut, weil ich mir schon gedacht habe, dass da noch irgendwas ist. Okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass in der Höhle auch ein Dungeon ist. Da kann ich eigentlich schon von ausgehen. So, ich mache mir jetzt hier noch ein bisschen Sachen. So, okay, ich mache mir jetzt erstmal etliche Stäbchen. Das Teil kann eigentlich weg, brauche ich nicht. Ist überflüssig. Ja, toll. Komm ruhig wieder, ist mir egal. Ne? So. Davon nehmen wir ein paar. Oh, Mist. So, und dann nehmen wir uns Spitzhacken wieder zwei mit. Und dann gucke ich gleich, wo nochmal die Höhle war. Weil die muss ja wohl zu finden sein. Ich habe sie ja gerade auch gefunden. Warte mal, habe ich hier noch... Ich schätze mal nicht. Habe ich hier noch irgendwas zu essen? Nein. Es wird zum Glück wieder langsam Tag. So, ich nehme mir wieder eine Werkbank mit. So, eine Werkbank machen. Stein kann eigentlich größtenteils raus. Die vier nehme ich wohl noch mit. Kohle kann wieder rein. Die Stäbchen nehme ich noch mit. So, okay, es wird wieder hell. Das ist schon mal gut. Im Prinzip her ist das schon mal gut. Und jetzt muss ich nur noch die Höhle von gerade finden. Und dann würde ich das erstmal so machen, dass ich da gar nicht erstmal reinstürme, wie verrückt, weil... Ja, ich war da ja schon in der Höhle, ich weiß ja, wie es aussieht und so weiter. Sondern ich würde erstmal die markieren und dann später da reingehen. So, da hier haben wir einen Creeper. Okay, er ist nicht explodiert. Oh, zwei auf einem Platz sind schon mal tendenziell scheiße. Toll, ey, jetzt bin ich schon wieder wegen diesem Spaß fast tot, ey. Warte, ich stell mal... Ist jetzt blöd, aber ich stell mal ganz kurz auf Peaceful, damit er mich automatisch heilt. Ist jetzt zwar blöd, aber... Naja, es geht ums Prinzip. Ich möchte jetzt einfach nicht sterben und... So, hier das reicht. Mehr Kohle brauche ich gar nicht. So, hier, jetzt kann ich von mir so wieder hier normal stellen. Ah, die Höhle kann ich mir eigentlich auch angucken. So, machen wir mal weg. Das da rein. So, jetzt wird wieder hier erkundet. Vielleicht ist sie auch so groß. Nein, die ist nicht groß. Ah, aber es ist... Es ist Eisen da. Das ist schon mal gut. Nicht viel, aber es ist Eisen da.
Da ist noch ein bisschen Kohle, das sehe ich wohl, aber Kohle brauche ich nicht. Nee, eigentlich nicht. Ja, fast wäre ich schon wieder begraben worden. So, ich will jetzt erstmal die Höhle, wo ich gerade war, markieren. Zumindest den Höhleneingang. Am besten geht das mit Fackeln und ja, am besten auch noch einen Turm. Ich glaube, Creeper kann es immer noch geben, weil die verbrennen nicht, meine ich. Ich glaube, irgendwann mitten am Tag verschwinden die. Irgendwo oder so. Auf jeden Fall verbrennen sie nicht. Ja, hier ist auf jeden Fall noch irgendwas. Ich sehe es noch nicht. Schweine könnte ich jetzt eigentlich auch wieder schlachten, damit ich wieder ein bisschen Leben bekomme. Aber mache ich jetzt gerade nicht. So, ich weiß ja zum Glück noch ungefähr, wo das war. Und ich mache schon wieder zu lange. Ich mache einen Cut. Bis gleich.